Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bus Simulator 21 Next Stop. Wir sind hier noch dabei, die Mission von dem neuen kostenlosen DLC quasi auszuführen und sind damit mit unserem Bluebird Vogel unterwegs. Ich habe gerade im Kopf Bird übersetzt. Bluebird Bus unterwegs, nicht Vogel. Und fliegen hier quasi durch die Gegend. Müssen noch, ich glaube, 8 Fahrgäste waren es, befördern hier im Stadtteil Wood Falls, genau. Sollten wir jetzt im Laufe der, ach du Kacke, was geht denn bei dir ab? In den nächsten Minuten quasi erfüllen diese Aufgabe. Was geht denn bei dir ab? Ja, der Bluebird ist nicht so schnell. Ist nicht der schnellste Vogel im Gehege. Ja, hier müssen wir jetzt rechts abbiegen. Ups, jetzt habe ich auch so, ich drücke immer im Bus-Simulator die Taste 1, um die Sicht zu ändern. Aber nein, entweder Mausrad oder was war es, die F-Taste, genau, F1. Es ist beim Tourist Simulator, Fermo-Simulator, es ist die Taste 1. Ich komme einfach bei den ganzen Spielen durcheinander. Passiert. Ey, wir haben noch einen Bus hinter uns. Cool. Ist ja doch was los auf der Route hier hinten. Hupe geht, probier mal Licht. Ja, wir haben uns ja in der letzten Folge so ein bisschen über Filme unterhalten. Ihr könnt ja gerne mal euren Lieblingsfilm in die Kommentare aufschreiben. Würde mich auch mal interessieren. Vielleicht ist ja da noch irgendein cooler Film dabei, der mir gefällt. Momentan haben wir halt nur Prime Video und Disney Plus. Aber ich finde, da gibt es auch schöne Sachen. Auf Disney Plus gucke ich auch total gerne Dokus. Wir haben auch ganz viele gute zur Auswahl, die man gerne mal gucken kann. Und Prime Video habe ich halt eigentlich hauptsächlich nur wegen Expresslieferung bei Amazon. Aber wenn man halt da natürlich auch so Sachen gucken kann wie LOL oder so, die ab und zu mal kommen oder einmal im Jahr oder auch noch andere Serien, die es da gibt. Eine Serie, die mir gerade noch einfällt bei Disney Plus, die richtig cool ist, ist The Rookie. The Rookie ist auch eine sehr coole Serie. Ich war am Anfang irgendwie komplett verwirrt bei der Serie, muss ich sagen. Ich habe die einfach gestartet, weil ich mir gedacht habe, cool, Polizisten-Serie. Und ich war mir am Anfang nicht sicher, ist es jetzt eine ernste Serie, wo es um den richtigen Polizeialltag geht? Ja, natürlich als Serie, nicht jetzt als Dokumentation, sondern als Serie. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, irgendwie machen die doch da voll viel Blödsinn und Quatsch. Also das kann keine ernst gemeinte Serie sein, bis ich dann irgendwann gerafft habe, ja, die Serie muss man mit Humor nehmen. Dann fand ich sie cool. Vorher war ich nur verwirrt. Kann ich aber auch nur empfehlen, ist eigentlich auch richtig, richtig cool gemacht. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Wie die aber auch immer hier überholen und vorbeirasen. So, wie viele sind denn jetzt drinne? Immer noch 32 immer noch, jawohl. Also fehlen 8. Nett, dass ihr so losrennt, dann kann ich hier vorbeifahren. Und die Frau wollte sich jetzt unbedingt vorbeidrängeln. Naja, das war nix. Ich bin gerade überlegen, welche coole Filme es noch gibt. Was ich immer noch gerne geguckt hatte, war Transformers, aber auch nur die ersten 1, 2, 3 Teile. Danach fand ich, war es halt immer irgendwie das Gleiche. Die guten Transformer gegen die Bösen ist halt irgendwie immer. Ich habe jetzt, glaube ich, auch den letzten Teil gar nicht mehr gesehen. Also, weiß ich nicht. Werde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal angucken, aber es ist halt dann nichts mehr. Irgendwann ist es halt immer das Gleiche. Ja, nur mit anderen Hauptcharakteren, Hauptschauspielern. Was ich ja auch mal so ein bisschen blöd finde, ist, ich meine, klar, irgendwann ist die Rolle mal von einer Person ausgelutscht. Ja, dass man die dann irgendwann nach Film 5, 6 oder 3, 4 austauscht. Ja, ich verstehe es. Aber ich verbinde halt immer diverse Filme mit bestimmten Leuten. Und wenn dann plötzlich diese Leute nicht mehr da sind, verliere ich ein bisschen Interesse an den Film. Ja, zum Beispiel Transformers, die ersten Teile mit Megan Fox. Merkt sich doch jeder. Ich meine, klar, die anderen Schauspielerinnen waren auch nicht schlecht in den nächsten Teilen, aber ja, aber für mich war das halt irgendwie die Hauptbesetzung. Megan Fox und, wie hieß er nochmal? Shia LaBeouf, glaube ich, so hieß er. Ja, verbinde ich einfach mit Transformers. Wenn ich an Transformers denke, sehe ich halt immer die Gesichter. Wenn halt dann irgendwann diese Schauspieler ausgetauscht werden gegen komplett andere, weil man halt schon bei Teil 4, 5 angekommen ist und da wieder dann angefangen wird, eine neue Story aufzubauen, damit man wieder 2, 3 Filme mit denen rausbringen kann. Ich merke gerade, ich fahre die Route lang und habe nicht mal irgendeine Route ausgewählt, weil wir wahrscheinlich Nacht haben. 5.40 Uhr, ja, ein neuer Tag hat begonnen. Aber warum bin ich dann komplett einfach ohne Route unterwegs?
Verwirrt mich ein bisschen, aber egal. Gut, dann wechseln wir einfach mal in Citaro rein. Wir wechseln ja die Busse einfach so durch. Weil dann bin ich immer direkt an der Starthaltestelle. Wenn man einmal erzählen ist, kriegt man es halt nicht wirklich mit, was hier gerade passiert. Das ist halt immer so die Sache. Die Route in der Nähe ist belegt. Drücke N, um sie zu übernehmen. Die Meldung ist, glaube ich, auch neu. East Taraval Street. Karte öffnen. In diesem kleinen Restaurant in Oakwood das beste Hühnchen-Kung-Pao meines Lebens. Nö, fahren wir nicht. Pech gehabt. Hupe geht, probier mal Licht. Hat der gerade fast die Person auf dem Zebrastreifen umgemäht. Ich hab's genau gesehen. Es ist genauso, ich liebe auch Fluch der Karibik. Fluch der Karibik, ich habe alle Teile auf DVD sogar zu Hause, weil ich einfach... Oh, ich habe Fahrgäste nicht mitgenommen, sorry. Weil ich halt einfach Johnny Depp als Schauspieler richtig feiere. Und ich finde, der macht einfach diese Rolle als Captain Jack Sparrow einfach unglaublich gut. Ich glaube, kein anderer Schauspieler hätte es so machen können in den Filmen wie er. Er ist einfach Captain Jack Sparrow. Es ist einfach perfekte Rolle. Und ich bin gerade überlegen, wie die anderen Schauspieler hießen. Ich komme gerade Orlando Bloom und wie hieß die Schauspielerin vom ersten Teil? Oh Gott. Ganz bekannt. Keira Knightley. Glaube ich. Ich glaube, das war ihr Name. Hat für mich auch einfach zu den ersten Teilen Fluch der Karibik dazugehört. Irgendwann waren die halt von der Story her fertig. Und da hat man halt andere Schauspieler da reingeworfen. Ja, klar, ist okay. Die waren durch mit der Story. Aber andererseits, man wollte einfach wissen, wie es bei denen weitergeht und was noch so alles passiert. Und man will die halt weiter sehen in Verbindung mit dem Film. Aber ist halt dann nicht mehr. Eine Fahrkarte bitte. Genauso wie halt die Rede davon auch schon war, dass Johnny Depp nicht mehr Captain Jack Sparrow spielen soll, wo ich mir auch gedacht hätte, Fluch der Karibik lebt nur wegen Captain Jack Sparrow, durch seine coole, krasse Art. Wenn der weg wäre und die anderen Schauspieler weg wären, dann wäre das einfach ein Film mit gleichem Titel, aber eigentlich komplett anderen Menschen und komplett anderer Story und komplett anderen Sachen. Ja, und dann gibt's keine Black Pearl mehr und so weiter und so fort. Dann fehlt einfach der komplette Zusammenhang. Da könnte man es auch irgendwie anders nennen und könnte noch ein bisschen die Story weiter vom Fluch der Karibik wegbringen und dann hat man einen komplett neuen Film. Finde ich halt immer schwierig. Genauso, mich stört es ja, hatte ich ja auch schon mal in irgendeinem Let's Play erwähnt, mich stört es auch immer dann, wenn plötzlich die Stimmen ausgetauscht werden von den Synchronsprechern. Nur wegen Geld, wo ich dann auch denke, Alter, der Synchronsprecher hätte halt mal auf 1000 Euro verzichtet oder was weiß ich, wie viel so einer verdient. Aber Hauptsache die Rolle, er hätte ganz viele Menschen glücklich gemacht. Aber dann war es ja so, Captain Jack Sparrow hat dann einfach bei irgendeinem Teil eine andere Stimme gehabt. Klar, sie war ähnlich, aber es war trotzdem nicht Captain Jack Sparrow. Vielleicht hätte das Filmstudio auch einfach noch mehr bieten sollen, dass der Alte es weitermacht. Damit einfach eine Rolle gleich bleibt. Das finde ich dann immer so ein bisschen verwirrend. Finde ich nicht ganz so cool dann. Aber wie gesagt, ich liebe Fluch der Karibik. Ich gucke auch den letzten Teil total gerne. Also da habe ich wirklich alle Filme und feiere es einfach jedes Mal total. Kann ich jeden Tag auch eigentlich gucken. Wird nie langweilig. Wird nie langweilig. In Time ist auch ein cooler Film. Gibt es, glaube ich, auch bei Disney oder bei Prime Video aktuell. Ich bin mir nicht sicher. Aber In Time ist auch ein richtig cooler Film. Und zwar altern da die Menschen nicht, sondern jeder Mensch hat eine Zeit auf dem Arm, ja, die runterläuft. Und Zeit ist quasi die Währung. Und wenn diese Zeit abläuft, stirbt man. Ja, da gibt es natürlich auch Reich und Arm. Leute, die viel Zeit haben, Leute, die wenig Zeit haben. Und natürlich gibt es auch Verbrecher, die die Zeit von anderen Menschen klauen, damit sie selber mehr haben. Und der Film ist auch richtig, richtig cool. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Einfach mal In Time angucken. Ich will ja nicht zu viel spoilern. Wo habe ich denn eben gerade einen umgefahren? Ist da jemand wieder seitlich an meinem Bus rangelaufen? Upsi. Ja, komm, seitlich passiert nicht viel. Ja, warum hupen die da jedes Mal? Ich habe auch eine. Was macht denn die Aufgabe? Eine Person fehlt noch. Jetzt sind wir wieder an der Endstation. Da
Das nenne ich mal eine Verbesserung. Wie? Geschafft? Jetzt kann jeder jederzeit den Bus nehmen. Okay. Und ich komme ganz einfach zu meinen Lieblingsangelplätzen. Toll, nicht? Mr. Stevenson hat mich darüber informiert, dass der Tourismus um Woodfalls zunimmt. Warum investieren wir nicht mehr in Erdgasbusse oder Elektrobusse, um die Gegend und die Luft sauber zu halten? Aubrey hat recht. Investieren wir in ein paar hübsche, umweltfreundliche Busse. Save the World Werbung. Ich meine, klar, ich verstehe es auch, dass man in dem Spiel hier jetzt so ein Umweltgedöns reinmacht, weil es einfach für viele Leute ein extrem großes Thema ist. Aber eigentlich bin ich von dem Thema schon genug im realen Leben genervt, ja, von vielen Spinnern. Und jetzt hat man das gleiche Thema halt hier auch noch im Spiel. Es ist halt nichts gegen Umweltschutz, ich bin voll dafür, aber halt nicht auf eine extreme Art und Weise. Und dass man sich halt jetzt hier im Spiel jetzt auch so um Umweltschutz da so dolle kümmert, ist halt auch ein bisschen übertrieben, aber gut. Ich wollte eigentlich jetzt gerade mal... Für was habe ich gerade eine Strafe gekriegt? Oh, Wertgegenstand, okay. Ich wollte noch mal einen weiteren Bus kaufen. Wir haben so viel Geld. Wir haben so viel Geld in dem Spiel. Wir müssen irgendwie das Geld loswerden. Warum steht da oben jetzt Tommy Tours? Habe ich doch gar nicht eingetippt. Oder hatte ich das letzte Mal bei dem Bus drin und jetzt durch das Update ist da irgendwie ein bisschen buggy oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mir mal einen Bus holen. Irgendein Elektrobus, den werden wir dann umlackieren mit Save the World Lackierung. Ich hänge ich jetzt wirklich in der Tür fest. Da muss ich gerade nochmal einsteigen. Und nochmal aussteigen. Dann rennen wir gerade mal hier rein. Die Route in der Nähe ist belegt. Ja, ist ja schön und gut. Ich will aber jetzt gerade keine übernehmen. So, dann gucken wir gerade mal. Ich hätte irgendwie Bock auf einen Volvo. Volvo hier, Gelenkbus, Elektro. Den haben wir auch schon. Wir haben eigentlich alle Busse, aber ich finde den eigentlich voll cool. Ich schaff's noch rein. Ich hab's nicht mehr reingeschafft. Gut, dann so. Jo, der ist eigentlich ganz cool. Den feiere ich. Okay, Kiste anwerfen. 3x I. Einmal D. Einmal P. Und einmal Cockpitbeleuchtung. Wo war hier nochmal der Schalter dafür? Kassenbeleuchtung. Rampe. Beleuchtung für Fahrgastraum. Cockpitbeleuchtung. Da. Beleuchtung für den Fahrgastraum. So, dann quetschen wir uns hier gerade mal raus. Ups, ich habe vergessen, dass ich noch nicht bezahlt habe. Aber die Rampen waren unten, deswegen bin ich einfach weitergefahren. Okay. Nein, das ist nicht die Map, sondern Tab-Taste muss man hier drücken. Ja, ich komme durcheinander. Viele Spiele. Lackiererei haben wir zum Beispiel hier oben. Schnellreise. Ist egal, welche Route wir dann fahren. Wir müssen nur... Ist jetzt echt wieder der Gang draußen. Wir müssen einfach nur Zahltage kriegen. Einfach nur Zahltage. So, Werbung. Save the world. Take the bus. Ja. Ist wenigstens schön grün. Ist wenigstens schön grün. Da würde ich aber sagen, können wir die Innenausstattung auch grünlich machen? Jawohl. Da sehen wir doch aus wie so ein kleiner Gecko. Das ist doch cool. Änderung übernehmen. Annehmen. Ja, wunderschön. Okay, der Boden sieht ein bisschen schäbig aus, aber die Sitze mit dem Grünen, wenn man so reinguckt, das passt ganz gut. Na, Feststellbremse. Genau. Haben wir da einen Scheinwerfer an der Tür? Das fällt mir ja gerade erst auf. Also hier bei der zweiten. Extra Beleuchtung für die Leute, die einen ausstellen. Was ist das für ein Luxus? Volvo Respekt? Wo muss ich denn lang? Komme ich da auch raus? Sieht so aus. Ja, Respekt Volvo. Kenne ich jetzt so von anderen Bussen ehrlich gesagt nicht so wirklich.
So, welche Route fahren wir jetzt? Wir sind ja eigentlich hier gerade in der Nähe. Wir könnten... Was sind das nochmal für eine Route? Das müsste die hier sein. Jetzt fahren. Mit Volvo. Wo haben wir Volvo? Volvo... Irgendwie werden die Pfeile nicht dargestellt. Volvo. Den da. Den da. Genau. Hazel Hotel. Erste Haltestelle. Ich muss bei Hazel Hotel immer an die bei LOL denken. Die Hazel. Naja. Danke für stehen bleiben, sehr nett. Ich muss gerade mal so ein bisschen die Festplatte im Auge behalten. Ich meine, wir haben erst angefangen mit der Folge, aber die ist jetzt, glaube ich, fast voll. Ich habe auch heute schon mindestens jetzt, glaube ich, 10 Folgen aufgenommen insgesamt. Nicht vom Bussimulator, aber andere Titel als Urlaubsvorbereitung. Da ist die Festplatte irgendwann mal voll. Warum leuchtet die ganze Zeit die Route in der Nähe ist belegt auf? Drücke, um sie zu übernehmen. Warum geht die Meldung nicht weg? Verstehe ich nicht. Okay, 29 GB sind noch frei. Das sollte reichen. Wir haben auch mittlerweile schon 21 Uhr abends. Ich habe heute Morgen um kurz nach 11, glaube ich, angefangen aufzunehmen. Ich glaube, um kurz nach 9 darf die Festplatte ruhig mal voll sein und dann darf ich mir, glaube ich, auch mal eine kleine Pause gönnen. Aber ich weiß nicht, vielleicht tue ich heute Nacht noch ein bisschen aufnehmen, weil ich muss einfach. Sonst geht die nächste Woche leer aus, da kommt kein Video. Beziehungsweise schon, aber irgendwann vielleicht auch nur noch eins an einem Tag oder zwei nur und das wäre blöd. Würde schon gern die 3 pro Tag mindestens durchziehen. Muss halt auch viel hochgeladen werden in der Zeit jetzt. Da glüht der Router. Hat jemand gerade gesagt, der neue Bus sieht hübsch aus? Das finde ich schön. Seniorenticket, einfache Fahrkarte. Ausdrucken, 8,20. Ups, normale Fahrkarte. Tageskarte, eine. Das passt, wunderbar. Noch jemand mit Fahrkarte, alles klar. Normale Fahrkarte, Tageskarte, eine. 3,80. Gut. Türen zu. Wie viele Türen haben wir eigentlich bei dem Ding? 3 oder 4? Wir haben 4. Hätte ich auch an den Schaltern hier innen sehen können, aber ich gucke da lieber draußen. Dass man den Bus wenigstens auch mal ein bisschen von außen sieht. So, Force Feedback kickt wieder rein. Ja, wenn ihr in den Kurven wieder lautes Brummen hört, wie immer, ich sag's nur in jeder Folge fast dazu. Altes Logitech G25 brummt ein bisschen arg laut beim Lenken, wenn man gerade am starken Lenken ist oder am schnellen Lenken ist. Da bitte einfach nicht wundern. Altes Lenkrad. Funktioniert aber noch super. Ist halt ein bisschen laut. Oh Gott, diese Kurve. Diese Kurve killt mich fast jedes Mal mit dem Gelenkbus, weil da dieses Teil einfach viel zu weit auf die Straße raussteht. Ich schätze das jedes Mal falsch ein. Wir sind gerade so dran vorbeigeschrammt. Das war schon wieder arg knapp. Die Route in der Nähe ist belegt. Drücke, um sie zu übernehmen. Jetzt haben sie sich sogar schon das N eingespart. Diese Meldung da oben nervt. Oh, das war jetzt nicht fein, dass du da noch einen Meter weiter vorgerollt bist. Müsste aber dran vorbeikommen, jawohl.
Zahltag? Nee, immer noch kein Zahltag. Wahrscheinlich noch eine Haltestelle. Dann haben wir Zahltag. Und dann brauchen wir nochmal einen Zahltag. Und dann sind wir mit der Aufgabe auch durch. Lässt du mich? Dankeschön. Sehr freundlich. Boah, die denkt sich auch, ich kann doch schnell rüberrennen, die Ampel ist gerade erst rot geworden. Thomas denkt sich hier, jo, die Ampel ist gerade noch gelb, ich schaff das. Beide geben Gas und treffen sich auf der Kreuzung. Das ist natürlich super. Das ist natürlich super. Direkt noch ein Unfall hier jetzt gebaut. Fast. So, ich suche gerade meinen Kuli. Ich wollte gerade was nebenbei noch abhaken. Auf meinen ganzen Planungszettel. Für den Aufnahmemarathon. Und jetzt finde ich meinen Kuli nicht. Wo habe ich denn den hin? Zahltag! Hoffentlich. Jawohl, haben wir den ersten Zahltag. Brauchen wir noch einen. Jetzt. Genau. Hat gezählt. Sehr schön. Was? Wie bin ich denn hier gelandet? Das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Fahrkarte, Entschuldigung. Heute kostenlose Mitfahrt. Busfahrer ist nett. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir hier gerade in der Gegend rumfahren, weil dann leveln wir hier das Gebiet schon mal mit hoch. Vielleicht kommt ja dann gegen Ende wieder eine Aufgabe wie bringe alle möglichen Haltestellen in den neuen drei Gebieten auch auf Level 5. Dann haben wir vielleicht das mittlere Gebiet hier schon mal auf Level 4,5. Dann haben wir vielleicht schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Aber es sind ja in den neuen Gebieten eigentlich gar nicht so viele Haltestellen, muss man ja auch mal sagen. Man ist zwar lange unterwegs, aber es ist jetzt nicht so ein schlimmes Gekurve. Boah, dieser Zebrastreifen killt mich jedes Mal fast. Selbst die anderen KI-Autofahrer hupen immer am Zebrastreifen. Selbst die haben keinen Bock darauf. An den Positionen da stehen zu bleiben. Mitten auf der Landstraße. Endstation. Achso, die Rampe. Ich habe die Rampe fast vergessen. NPC-Fahrer fahren diese Route mit 87,981% Effizienz. Warum nur so wenig? Wenn ich fragen darf. Vielleicht, weil ich die Busse automatisch zuweisen lasse und deswegen vielleicht irgendwas da nicht so ganz passt. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht der passende Bus für die passende Route. Ich habe aber jetzt die Busse extra automatisch zuweisen lassen, weil ich eigentlich viel zu wenig Busse habe. Ich müsste eigentlich mal mich einfach zum Busdepot stellen und einen Bus nach dem anderen kaufen, beziehungsweise ja, ich könnte auch einfach, glaube ich, übers Depot nochmal so einen zweiten Bus quasi mir klonen. Würde auch gehen. Wäre auch eine Möglichkeit, könnte ich auch mal machen. Wenn ich mal dran denke. Ich glaube, das ging im Depot. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Hey, eine Fahrkarte bitte. Hallo. Einfache Fahrkarte, einer. Roxanes Dinner, das ist eine gute Frage.
Roxanes Dinner, war das nicht irgendwo da oben? In dem Bereich? Oder auch nicht? Wir müssen unbedingt mal Doris Dinner? Ich hab gehört, der soll im Dunkeln. Da war Roxanes Dinner. Da müssten wir eigentlich hinfahren. Das ist, glaube ich, die letzte Haltestelle. Komm, wir nehmen die Person einfach mal mit. Notfalls lasse ich sie hier wieder raus. Ist auch kein Ding. Bin mal so nett. Jetzt ist, glaube ich, wieder meine Kurve hier, bei der ich immer ein bisschen Probleme habe. Eigentlich ja nicht, aber das ist halt gemein, direkt so eine hohe Mauer dahin zu bauen. Muss man immer schön ausholen, sonst kommt man nicht rum. Aber sowas mag ich ja. Kleine Herausforderung auf der Strecke. Das mag ich. Schöne Musik! Endlich mal ein bisschen Musik hier im Bus. Oh oh. Ja, ich hab's gewusst. Das kleine Gör ist mir seit ich noch in den Bus reingerannt. Ich muss zugeben, ich habe gerade nebenbei kurz aufs Handy geguckt, weil es irgendwie heute ständig am Klingeln ist. Und deswegen musste ich da gerade mal ganz kurz drauf gucken. Kann ausgebaut werden. Ja, wir müssen dann gleich nochmal gucken, was hier alles ausgebaut werden kann. Okay, da sind wir schon ganz schön hochgelevelt. Die kann ausgebaut werden. Die können wir gerade noch mitnehmen. Da können wir zweimal ausbauen. Dann sind wir da schon auf einem ziemlich hohen Level, glaube ich, bei Hazel Creek. Demnächst. Also ein paar Haltestellen haben wir schon hochgelevelt. Manche fahren wir auch gar nicht so wirklich an. Aber das macht ja nichts. So, sind hier auch ein Ticket. Einfache Fahrkarte. Man muss ja nicht jede Haltestelle hochleveln. Außer es kommt als Aufgabe, wir müssen jede Haltestelle auf Level 5 kriegen. Das wäre natürlich wieder wie so ein kleiner Schlag in die Fresse. Aber gut, dann haben wir auch noch ein paar mehr Folgen, um dann auch irgendwann mal die anderen neuen Busse auszutesten. Ich muss jetzt mal drauf achten, wie viele Haltestellen wir noch anfahren müssen bis zum nächsten Zahltag. Wobei ich dieses Zahltagssystem irgendwie auch ein bisschen fragwürdig finde im Bussimulator. Ich würde es besser finden, man würde einmal am Tag Geld bekommen und nicht nach so und so vielen Haltestellen. Ja, hasse ich auch, wenn ich früh aufstehen muss. Apropos, ich muss morgen früh aufstehen. Das erinnert mich gerade daran. Ja, aber meinem Vater ist leider das Getriebe heute kaputt gegangen vom Auto. Und wie es der Zufall so will, hat er quasi in einer Sackgasse das Auto stehen gehabt. Als Auto angezeigt hat, Getriebe funktioniert nicht mehr von seiner Automatik. Karre hat nicht mehr hochgeschaltet, ist im ersten Gang nur noch rumgeäumelt, hat angezeigt, Getriebe, Probleme im Getriebe und was weiß ich. Er muss das da stehen lassen. Und gerade als er den ADAC angerufen hat,
Kurze Zeit später kam Rauch aus einem Gebäude raus bei der Sackgasse und tatsächlich ein Kellerbrand gewesen. Das heißt, der ADAC-Mann kam, Feuerwehr hat die komplette Straße und den halben Ort zugestellt, weil wirklich ein Kellerbrand und vielleicht vorher sich sogar schon weiter ausgebreitet hatte. Und dann ist der ADAC-Mann halt zu meinem Vater hingelaufen gekommen und hat aber gesagt gehabt, ja, am besten heute nicht mehr in ADAC rufen. Das heißt, ich bin dann hingefahren zu dem Ort, mein Vater ist dann durch den Ort spaziert, ich habe ihn abgeholt. Wir sollen morgen nochmal beim ADAC anrufen und dann wird da morgen dann das Auto abgeholt. Ja, das heißt, wir fahren morgen früh dann gleich dahin, dass das Auto abgeholt werden kann, beziehungsweise er will vielleicht auch erstmal zu der Werkstatt fahren und gucken, dass sie sich vielleicht darum kümmern, das Auto dann abholen, zu sich hinbringen und dass wir jetzt nicht dann ständig da hin und her fahren müssen. Weil wenn ich ihn wieder hinfahre, muss er da warten, bis der ADAC kommt. Das dauert ja gerne auch mal stundenlang, bis die kommen, weil viel zu tun und zu wenige Fahrer. Und ja, da muss ich morgen früh halt ein bisschen durch die Gegend kurven. Oh Gott, das ist wieder der Zebrastreifen des Todes. So, jetzt von mir weggerannt, ins nächste Auto reingerannt. War halt richtig ärgerlich. Das heißt, wenn er morgen den ADAC anruft, dann ist es wahrscheinlich wieder so, dass erst wieder der Pannenhelfer kommt. Der Pannenhelfer, der ruft dann erst den Abschlepper. Der Pannenhelfer war ja heute schon da. Er ist halt zum Auto hingelaufen, hat aber gesagt, ja, heute nicht mehr. Weil bis die Feuerwehr da weg ist, bis die Straße wieder frei ist, es wird nichts. Und da die anscheinend eh viel zu tun hatten, hat er gesagt, ja, wir sollen es dann lieber morgen probieren. Ja, dann probieren wir es morgen. Es ist halt blöd, wenn du aufs Auto angewiesen bist. Ich meine, mein Vater hat noch ein Motorrad. Ja, kann damit durch die Gegend fahren oder zwei Motorräder noch. Aber das Problem ist halt, dass er meine Oma halt öfters mal irgendwo rumkutschiert, rumfährt. Das heißt, vielleicht muss ich da dann einspringen, muss ich dann mal schauen. Ich meine, habe ich nichts dagegen. Ich bin gerne mit meiner Oma unterwegs. Aber normalerweise kümmert er sich halt drum. Und jetzt, wenn ich gerade halt hier in der Urlaubsvorbereitung bin, passt es mir halt nicht ganz so gut, wenn ich dann da stundenlang durch die Gegend fahren muss. Ansonsten ja, gerne. Lass ich auch gerne mein YouTube-Zeug stehen. Familie geht sowieso immer vor. Ganz klar. Aber ja, ist halt jetzt schon unpassend. Aber ist schon verrückt. Automatikkarre. Gerade mal, ich glaube, 60.000 Kilometer runter. Hat jetzt gerade wegen dem Alter neuen Keilriemen oder sowas, weiß ich, bekommen und Wasserpumpe und was weiß ich. Einfach inspektionstechnisch wurde das gemacht, hat ein paar tausend Euro gekostet oder hat tausend irgendwas Euro gekostet. Ja, ein paar Wochen später, zack, Getriebe kaputt. Ist richtig geil. Aber da das Auto noch nicht wirklich viel Kilometer runter hat, sollte eigentlich Ford da schon mal ein bisschen was springen lassen. Ich meine, bei mir hat damals Ford auch auf Kulanz beim Turbolader-Lader ein bisschen was dazu bezahlt, weil ich hatte knapp ein 90.000 Kilometer runter, mein Turbolader war kaputt. Da hat Ford wenigstens auch, ich glaube, 200 oder 300 Euro übernommen. Ja, von der Reparatur, die hat 1.650, glaube ich, gekostet. Die haben 200, 300 Euro übernommen. War immer noch voll viel Geld. Dafür, dass die Karre eigentlich noch nicht mal die 100.000 erreicht hatte, aber dafür, dass es schon so einige Kilometer hatte, haben sie trotzdem noch recht viel übernommen. Muss man schon sagen. Bin jetzt mal gespannt bei meinem Vater beim Auto. Weil er war immer fleißig bei der Inspektion, war ja erst wieder da gewesen und so weiter und so fort. Das heißt, das hat er alles erfüllt, was ich ja nicht mehr mache. Ich fahre nicht mehr zur Inspektion, weil es rechnet sich eigentlich im Endeffekt nicht. Und wie gesagt, Alter her, alt ist das Auto, aber hat halt noch nicht viele Kilometer. Und ich finde halt, so ein Getriebe sollte halt mit dem Alter kaputt gehen und verschleißen. Und nicht am Alter. Einfach mal das Getriebe kaputt gehen lassen. Okay, das wird jetzt natürlich echt ungemütlich mit der KI hier, aber wir kommen vorbei. Ich mache einfach mal hier die Spur dicht. So, vorbei geschafft. Mit dem Popo, ohne den Bordstein zu berühren. Sehr gut. Ich will nicht wissen, was so ein neues Getriebe kostet für ein Automatikfahrzeug. Das will ich echt nicht wissen. Ist halt ärgerlich, wenn das Auto nicht alt ist. Also es schon alt ist, aber noch wenig Kilometer runter hat. Das ist halt wirklich ärgerlich. Darf nicht passieren, eigentlich. Gerade auch bei Mondeo. Mondeo ist alles schweineteuer. Ich habe ja selber einen.
Da kannst du direkt eigentlich Goldbarren auf den Tresen knallen, wenn irgendwas am Auto kaputt ist. Wenn es so eine Kleinigkeit ist. Kleinigkeit kostet da schon Schweinegeld. Warum auch immer. Nur weil es Mondeo ist oder so. Ist irgendwie auch nicht so ganz gerechtfertigt. Ich würde sagen, wir machen das jetzt mit dem Zahltag noch fertig, wenn ich jetzt da nicht mehr ganz so lange rumäumeln muss. 3 Stück brauchen wir da, 1,40. Dann ist die Festplatte auch dann voll, dann ist die Folge zwar ein bisschen länger, aber das passt schon. Weil ich kann dann eh keine Folge mehr aufnehmen, sagen wir es mal so. Die Festplatte ist voll, also ist sie voll. Muss ich eh Pause einlegen. Ich habe ein bisschen falsch eingelenkt. Ich habe es gemerkt. Wir haben hinten mit dem rechten Reifen gerade den Bürgersteig berührt. Ja, die Wertgegenstände, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich sammle die momentan nicht auf oder beziehungsweise aufgesammelt habe ich es in letzter Zeit, aber ich habe sie den Leuten nicht mehr zurückgebracht, weil ich nicht zuweisen konnte, wem die Sachen gehört haben. Weil einfach keine Markierung mehr da ist seit dem neuesten Update. Ich kann auch keinen ansprechen, wenn ich die Sachen aufgesammelt habe. Somit kann ich es mir auch direkt sparen, die Sachen aufzunehmen. Die kaufst du dir gerade, die Fahrkarte. Normale Fahrkarte, einfache Fahrkarte, eine. Passt. Seniorenticket, Tageskarte, eine. Ja, die wollen alle kein Rückgeld. Sehr schön. So ist perfekt. Achso, Rampe. Entschuldigung. Ich habe die Rampe vergessen. Sorry. Machen wir die Tür nochmal auf. Hupe geht, probier mal Licht. Gerade wenn ich losfahre, fährt er auch los. Oh Gott, ich höre gerade Charlie im Hintergrund. Das ist echt momentan... Katastrophen mit Charlie und der Nachbarskatze. Die Nachbarskatze ist ein Freigänger. Charlie ist ja eine Hauskatze. Und Charlie chillt immer total gerne im Wintergarten. Jetzt hat aber die andere Katze gemerkt, dass da im Wintergarten eine Katze ist. Die kommt morgens und nachts und abends immer vorbei. Und die zwei beömmeln sich die ganze Zeit so an der Scheibe, dass Charlie so am Randalieren ist. Und diese Freigängerkatze, die ist richtig aggressiv. Und irgendwie, die wollen sich die ganze Zeit durch die Scheibe kloppen, habe ich das Gefühl. Also Charlie macht immer erst einen auf Spaß, aber irgendwann geht es dann in Aggressivität über. Dann fängt an, Charlie mit der Kralle die Scheibe zu hauen oder lauter so Sachen und faucht rum und was weiß ich. Jetzt am Anfang macht sie erstmal so diese Spielgeräusche. Anscheinend ist sie gerade wieder da. Ich höre nämlich gerade die ganze Zeit die Spielgeräusche wie Charlie. Da klingt sie immer so ein bisschen wie eine Taube. Okay, Taxi hupt einmal und die rennen alle los. Praktisch. Und das wird dann irgendwann wieder in Aggressivität umschlagen wahrscheinlich und dann fliegen wieder die Blumen, die da rumstehen und ja, man weiß halt nie, Charlie macht halt, kratzt halt dann auch ein bisschen an der Scheibe rum. Ich meine, die Scheibe geht davon nicht kaputt, die ist ein bisschen härter als eine Kralle, aber die tut diese Gummis an der Scheibe rausziehen oder kaputt kratzen. Das ist dann nicht ganz so geil. Frisch und die Busse sind immer pünktlich. Das hast du super hingekriegt, Chef. Ich denke, unsere nachhaltige Busflotte ist bereit für den nächsten Schritt. Verbinden wir Otter Rock mit Hazel Creek und Woodfalls. Ich gebe Josh völlig recht. Ein neues Streckennetz, das gesamte Gebiet abdeckt, ist eine super Idee. Verbessere die Stufe des Stadtteils Woodfalls auf 3. Ja gut, da müssen wir einfach nochmal ein paar Mal die Routen hier anfahren. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Wir haben ja schon ein bisschen hochgelevelt. Ich kann nur gerade nicht genau die Level überblicken. Normalerweise kann man das, wenn man hier drauf geht, aber es funktioniert gerade nicht. Da sind wir Stufe 1, also muss ich da einzeln anklicken. 3, 3, 3, 3, 2, 1. Also 3, 3, 2, 1.
Was haben wir hier? Da ist ja auch noch einer. Ist auch eins. Okay. Ja, kriegen wir aber hin. Kriegen wir hin. Wir machen dann das nächste Mal noch eine neue Route. Ich würde sagen, wir starten dann vielleicht hier Transit Terminal. Kurven vielleicht hier rein. Machen eine Abkürzung hier drüber. Weil wir müssen ja bei 25 Minuten bleiben. Und fahren dann hier durch. Fahren hier hin und gut ist. Oder wir fahren hier einfach so im Kreis. Das wäre natürlich auch cool. Transit Terminal gestartet. Hier die mitgenommen. Dann vielleicht hier die. Wobei, das wäre auch blöd. Hier. Ah, ist schwierig. Oder nur die angefahren. Machen wir in der nächsten Folge. Da machen wir uns in der nächsten Folge noch Gedanken drüber. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu in der Videobeschreibung. Und gerne den Kanal auch mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.